Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind hier eigentlich immer noch dabei, ein paar Stempel zu sammeln, wobei jetzt nur noch einer hier fehlt. Dieser soll sich jetzt laut meiner Liste irgendwo in der Nähe vom Wald von Faerûn befinden. Also zumindest hier in diesem Gebiet Faerûn. Und zwar, ja, auf meiner Liste steht ja jetzt vor Osten, aber da ich ja weiß, dass das ja die Gamecube-Version ist, wird sie sich ja hier wahrscheinlich irgendwo im Westteil befinden. Irgendwo hier, schätze ich mal. Ja, gut. Ich denke mal, am nächsten komme ich ja von hier aus dahin. Durch das Kakariko-Tal. Und da sind wir auch schon. Gut. Dann einfach mal sofort sind wir hier so Richtung Süden. Ich renne sogar auch mal ein bisschen. Und ignoriere einfach mal die Gegner. Also ich habe jetzt keine Lust, mich hier mit denen zu kloppen. So, und dann weiter. Alles klar. Bin ich ja mal gespannt. Also es ist ja wieder mal so eine Stelle, wo ich mich reingraben kann. Ah, und ich glaube, ich habe sie vielleicht sogar schon gefunden. Also zumindest von der Beschreibung her könnte das hinkommen. Es sieht jedenfalls, ja, falls ihr das ja schon von hier aus sehen könnt, diese kleinen Grasbüschel da vorne. Ja, jetzt seht ihr sie ja jetzt erst recht. Und dann gucke ich mal kurz. Und Tatsache, wir haben wohl einen Treffer. Zumindest laut der Beschreibung sollte das ja hier die exakte Position sein. Und ja, wir haben erstmal hier wieder ein paar Viecher. Okay, das funktioniert nicht. Viecher töten, ist ja auch schon mal eine gute Idee. Okay, und wir haben alle. Alles klar, auf jeden Fall sind hier schon mal so einiges an Schätzen versteckt. Ah, okay. Gucken wir mal drin, was wir hier haben. Komm schon. Erst einmal haben wir hier so einen netten Zwacken. Super. Ja, gut, die letzte hole ich mir einfach mal zuletzt. Also die große hier. Okay, hier ist auch wieder ein Zwacken drin und ich habe ja auch vorhin beim Eingang auch noch so eine kleine Kiste hier gesehen. Nämlich die da vorne. Wird bestimmt auch Geld drin sein. Vielleicht aber auch sogar Munition. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir einfach mal rein. Und es ist Geld. 10 Rubine. Gut. Geld ist immer gut. Gerade ja für unsere Magierüstung ist das ja eigentlich ja sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, für was anderes brauchen wir die Kohle eh nicht mehr. So, aber was haben wir hier? Wir erhalten den Stempel Link Wolf. Deine Stempel kannst du im Ausrüstungsbildschirm ansehen. Ja, und wo ich ja gerade hier vom Link Wolf rede, ja, ich hatte ja jetzt eigentlich ja sowieso noch eine andere Sache vorgehabt. Also zuletzt wollte ich mir eigentlich ja erstmal hier noch die Drillhöhle aufheben, bevor wir ja nach Schloss Hyrule aufbrechen. Aber zuallererst, und ja, darauf freue ich mich jetzt schon langsam mal ein bisschen. Also ich hatte ja schon die ganze Zeit das ja vorgehabt und jetzt ist es soweit. Ich werde den Wolf-Link-Amiibo jetzt aktivieren. Okay, ich glaube, dafür muss ich jetzt sogar erstmal hier ins Menü rein. So, Taste her. Und dann, ja, packe ich einfach mal jetzt den Amiibo, den habe ich jetzt hier gerade sogar bei mir, auf das Gamepad drauf. Und da ist es auch schon. Ja, es hat sich schon bereits geöffnet. Ich habe mir ja nämlich schon bereits vorher ein bisschen ausgetestet, weil ich ja noch den Amiibo registrieren musste. Und ja, jetzt haben wir ja natürlich hier die Möglichkeit, die Schattenhöhle zu öffnen. Speichern und los, ja, von mir aus. Gut, aber ich werde jetzt natürlich jetzt hier nicht den Spielstand überschreiben, mit dem ich die Aufnahmesession begonnen habe. Nee, stattdessen überschreibe ich einfach mal den obersten hier. Da habe ich ja auch sogar schon vorher mal ein bisschen ausgetestet, wie gesagt. Und deswegen brauche ich den ja jetzt auch gar nicht mehr. So, das haben wir jetzt gespeichert. Und nun sind wir hier. Du, der du deine Stärke erfahren möchtest, stelle dich dieser Höhle in einer tierischen Gestalt. Ja, alles klar. Gut, den Amiibo kann ich ja wieder runternehmen. Die Schattenhöhle ist ja schließlich ja jetzt hier entriegelt worden. Ja, so sieht das jetzt aus. Ja, eigentlich im Prinzip ist die Schattenhöhle ja sowas ähnliches wie die Drillhöhle aus der Gerudewüste. Ich glaube, hier musste ich auch so 40 oder 50 Ebenen jetzt hier machen. Habe ich mir zumindest mal sagen lassen. Und das alles ja nur in unserer Wolfsgestalt. Denn wenn ich ja jetzt hier versuche, entweder zum Menschen werde, ja, steht auch, du solltest die Prüfung doch als Wolf machen. Da musst du jetzt durch. Ja, so sieht's aus. Wir können hier unsere Gestalt nicht mehr ändern. Wir müssen ein Wolf bleiben. Und ja, die einzige Möglichkeit, hier wieder rauszukommen, ist einfach entweder gewinnen oder aufgeben. Aber aufgeben ist ja jetzt keine Option.
Ich will ja möglichst hier durchkommen und hoffentlich schaffen wir das auch. Obwohl das ja vielleicht ein paar schlechte Chancen für uns sind, denn immerhin, als Wolf können wir leider keine Items benutzen. Und ich habe leider nur Tränke dabei und keine einzige Fee. Tja, das heißt, ich muss hier mit 20 Herzen komplett durch. Naja, das ist toll. Aber das kriegen wir schon hin. Komme ich eigentlich überhaupt auch auf diese Plattform darauf? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gehen einfach mal durch und schauen uns mal hier unten um. Oh ja. Okay, hier gibt es erstmal ein paar andere Viecher. Au! Ja, an sich sind die Viecher ja nicht allzu gefährlich. Okay, ich brauche anscheinend ja nicht jemand zu dem Barriereangriff. Gut, das war der erste und ich habe leider erstmal schon mal ein Herz Schaden genommen. Mann, wir haben doch gerade erst angefangen und ich mache hier schon Mist oder was? Das ist nicht gut. Okay, das war's. Ja, an sich läuft's ja nicht schlecht. Ich hoffe jetzt nur, dass nicht noch irgendwie was Schlimmeres rankommt. Ah, ja, okay, die sind schon wieder da. Ah, Mist. Okay, alle auf einmal erwischt. Sehr gut. So, wenigstens die Großen sind wir erstmal los. Und die Kleinen sind auch weg. Sehr gut. Ah, okay, die werden langsam ein bisschen, ja, fies. Kehre hierher zurück, wenn du dich da einer weiteren Prüfung stellen möchtest. Okay, heißt das jetzt... Was heißt denn das jetzt? Also, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon bestanden habe, oder? Dafür ist es noch etwas zu früh, wie ich finde. Ah, okay, ich kann hier anscheinend raus. Sehr gut. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ich bin nicht sicher. Muss ich das jetzt öfter mal wiederholen, oder was geht hier ab? Na, auf jeden Fall bekommen wir erstmal hier ein bisschen Geld. Ist auch schon mal ganz gut. Weil ich kann hier anscheinend nicht weiter, oder was? Hm. So, ich kann dich von hier wegbringen. Ja, ich schätze mal, wir müssen das ja machen. Aber aus irgendeinem Grund komme ich ja jetzt gerade aus dem Gang hier nicht raus. Abgeschlossene Level. Ja, neuer Rekord. So, maximale Kombo 5, erlittene Schaden 3. Ja, möchtest du die Anzahl auf deinem Wolflink-Amiibo speichern? Oh, das können wir ja machen, dann muss ich ihn jetzt erstmal wieder rauflegen. Sieh auf das Gamepad, ja. Und das geht los. Ja, ihr könnt das ja jetzt natürlich nicht sehen. Aber was ist jetzt das eigentlich für ein Zweck? Also, war das jetzt echt schon alles oder muss ich da nicht noch mehr machen? Ich probiere es nochmal aus. Neuer Abschnitt der Schattenhöhle wurde freigeschaltet. Ah, okay, ich verstehe. Dann müssen wir das wohl noch mal ein paar Mal wiederholen. Und los. Okay, ich habe die falsche Taste erwischt. Ich habe versehentlich auf die B-Taste gedrückt. So gut, dann überschreibe ich noch mal weiter wieder diesen Spielstand. Hm. Ich komme schon wieder durcheinander. Weil ich jetzt gerade nicht auf meinen Controller gucke und deswegen habe ich jetzt leider so ein bisschen Probleme mit nur einer Hand jetzt hier das zu machen. So, gut. Durch deine neue Kraft... Oh, scheiße, ich habe das übersprungen. Egal. Vergessen wir es einfach mal. Okay, erwischt. Ja, hoffentlich stellen wir uns dieses Mal ein bisschen besser an, aber anscheinend ist das ja nicht so schwer. Ja, ich muss ja eigentlich ja nichts weiteres tun, als irgendwelche Schattenbiester hier platt machen. Das kriegen wir ja wohl hin. Au. Wir haben alle. Und sie sind alle tot. Und ich habe schon wieder zwei Herzen Schaden genommen. Das ist nicht so toll. Mitna, hör auf, ich bin kein Pferd. Also hör auf, mir die Sporen zu geben. Thank you.
Okay, war's das? Ja, das war's wohl anscheinend. Na gut, wir machen mal weiter. Gehen wir einfach mal durch. Für die alle zu erwischen, ist zum Glück nicht allzu schwer. Okay, den haben wir auch. Oh, da fehlt noch einer. Stehen bleiben! So, jetzt habe ich dich. Gut. Nächster bitte. Schön. Und da kommen auch schon die nächsten. Das ging ja mal richtig flott diesmal. Da bin ich ja mal gespannt, was für eine Gemeinheit jetzt auf mich zukommt. Also wir haben ja jetzt wieder hier diesen Abschnitt erreicht. Und da wird jetzt der Gang geöffnet. Wunderbar. Okay, nehmen wir uns einfach erstmal das hier wieder mit. Ein bisschen Knete. Ja, hoffentlich wird unser Portemonnaie jetzt nicht voll, sobald wir hier unten angekommen sind. Und nun, was ist das hier? Okay, diesmal also Goblins. Barriereangriffe bringt's. Kann man nicht anders sagen. Na schön. Okay, Fledermäuse. Okay, mit denen werden wir auch so fertig. Oh, eine habe ich noch. Ne, zwei sogar. Der kommt weg. Und du? Hey, komm mal runter da. Fledermaus. Hey, hab dich. Und dann wird ja immer behauptet, es wäre schwierig, was Fliegendes zu fangen. Ha? Von wegen. Okay, hier sind nur Pflanzen. Mann, ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das gar nicht so richtig fördernd. Und nun? Oh, okay, die werden schwieriger. Ah. Okay, das ist natürlich... So, wie soll ich die jetzt kriegen? Ah, Mann! Ah, okay, jetzt ist klar. Ich muss sie locken. Ah, Mann! Blödes Vieh. Okay. Das war natürlich schon ein bisschen anstrengender. Ah, wieso will man ja auch etwas verletzen, was ja eigentlich normalerweise so gut geschützt ist? Oha, das ist ganz schön hell hier. Und heiß, wie es aussieht. Oh, hoffentlich verbrennt Link sich dabei jetzt hier nicht die Schnauze. Wer die ganzen Lavaschnecken hier zu Tode beißen will. Au! Boah, meine Fresse, das ist heiß. Oh Mann, wie soll ich jetzt da eigentlich jetzt noch durchkommen? Okay, jetzt wird es ein bisschen feucht hier. Thank you.
der jetzt mich erwischt, oder was? Du Sau! Du! Und nu? Ach, da vorne. Ich dachte jetzt schon, wo ist der Ausgang? Okay. Können wir jetzt erstmal eine kleine Pause machen? Oh nein, können wir anscheinend nicht. Aua. Hört auf, mich ständig anzuschießen. Au. Das war Doppeltreffer. Oh Mann, das ist hart. Schlimmste ist, hier gibt es bestimmt auch keine Herzen, oder? So, und jetzt? Okay. Oh nein, bitte keine Dodongos, ey. Okay, mit denen werden wir doch irgendwie fertig. Okay, die waren nicht ganz so schlimm. Muss ich echt schon mal sagen, all die Gegner hier nur als Wolf besiegen, das ist schon ein bisschen hart. So, kommen wir bald mal hier am Ende an oder so? Wäre jedenfalls schön. Okay, ich höre es ja schon, hier kommen Schleimis ran. Ja, bringt mir aber sowieso ja nichts. Oh, grüner Schleim. Der ist neu. Der eigentlich gekonnt, der grüne Schleim. Ja, das ist erstmal so eine Frage, die ich jetzt wahrscheinlich nicht einfach so beantworten kann. Und verdammt, warum bist du noch hier? Sag mal, wie viel ist hier noch? Okay, ich halte nicht mehr lange durch. Ich werde draufgehen wahrscheinlich. Ich glaube, ich werde das mal lieber so machen, dass ich mir jetzt gleich irgendwo in einem Dungeon meine Fee oder sowas hier besorge oder zwei. Hallo? Ich wollte schon sagen, warum will jetzt die Tür nicht aufgehen oder habe ich jetzt noch einen übersehen? Nu? Wie geht's weiter? Ah, ich verstehe schon. Unsichtbare Geisterratten. Mann. Hier gibt's auch wirklich alles, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Treib's an Boden. Er ist natürlich ein bisschen Angst. Naja, solche Viecher hier schon auftauchen, dann kommen bestimmt nachher sicherlich auch noch richtige Skelette und sogar noch Gyptos dazu. Okay, da hinten ist noch einer. Okay, der ist tot. So, jetzt noch die beiden hier, oder? Echt jetzt? Die Barriere wurde jetzt gerade abgebrochen, nur weil Link an die Wand gestoßen ist? Da fehlt es so einigermaßen an Präzision, finde ich. Aber egal. Oh, okay, ich sehe schon gleich hier auf die Uhr. Der Part ist ja schon fast vorbei und wir... Ja, und das war ja sowas von hier vorhersehbar. Okay, ich merke schon, anscheinend kann ich hier nur eine begrenzte Anzahl von Gegnern anvisieren. Aber zum Glück genug, um auch andere im Umfeld zu treffen. Und ich hab's befürchtet. Mann, wieso hab ich verdammt nochmal so viel Recht? Ich hab's gewusst, es sind hier auch Gyptos dabei.
Oh, naja, gut, aber bevor ich mich um die hier kümmere, Freunde, würde ich mal sagen, ich werde erstmal hier den Part beenden. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Wir machen dann beim nächsten Mal hier tatsächlich weiter in der Schattenhöhle, wo ich jetzt gerade keinen Plan habe, wo ich eigentlich überhaupt bin. Eine Karte kann ich hier schließlich auch nicht aufrufen, obwohl ich ja hier links eine Minimap habe, aber das ist auch schon alles. Na egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss!